Jeder glaubt, diese Stadt zu kennen. Aber niemand kennt sie wirklich. Jeden Tag arbeitet sie an ihrem Mythos. Ist sie dabei, sich neu zu erfinden. Viele Krisen hat sie erlebt in den letzten Jahrzehnten. Manche haben die Welt erschüttert und verändert. Immer wieder in die Knie gezwungen, aber ist sie aufgestanden. Sie ist und bleibt ein Ort der Hoffnung. Wir treffen Menschen, von denen es heißt, sie hätten die Welt an den Abgrund geführt. Und die, die aus der Asche eine Weltkultur erschaffen haben. Es ist ein Streifzug durch eine Stadt, von der es heißt, sie sei die Endstation für die, die ihren Träumen nachjagen. Okay, los geht's. Austin ist unser Pilot. Ansprechen sollen wir ihn nicht, er müsse sich konzentrieren. Der Luftraum über New York sei anspruchsvoll. Erstmal einen Überblick verschaffen bei unserer Entdeckungstour durch die einzig echte Weltmetropole. Mit ihren Häuserschluchten in einem Dschungel aus Stahl, Glas und Beton. Noch bis in die 70er war das Empire State Building das Wahrzeichen der Stadt, das höchste Haus der Welt. Heute fällt es kaum noch auf in einer Skyline, die sich permanent verändert. Die neuen Riesen, keine Bürotürme mehr. Wohnhäuser sind es, die die Skyline prägen. Apartmentgebäude wie der Steinway Tower. Wir haben uns mit Sebastian Steinau verabredet. If you make it here, you make it anywhere. And if you make it in Berlin, you make it in Berlin. Also wenn du es in New York schaffst, schaffst du es überall. Wenn du es in Berlin schaffst, dann schaffst du es halt nur in Berlin. So ungefähr kann man das ausdrücken. Ganz schön arrogant eigentlich auch, oder? Ja, aber wir sind New Yorker und wir sind stolz darauf. Und es gehört ein gewisser Schlag hier, der Erfolg hat. Und man braucht einen gewissen Schlag und eine Einstellung, um erfolgreich hier zu sein. Sebastian Steinau, Sauerländer aus Neheim-Hüsten, ist einer der Top-Makler für Luxusimmobilien in New York. Und unter denen ist der Steinway Tower noch einmal eine Klasse für sich. 47 Einheiten. Und bei wie vielen Stockwerken? Bei 72 Stockwerken. 72 Stockwerke und nur 47 Wohnungen. Genau. Ja, genau. Also man hat gewisse Duplex-Units dort noch drin. Da muss man auch das nötige Kleingeld für haben wahrscheinlich. Ja, ein bisschen. Was kostet so eine Wohnung? Wo fängt das an? Wir fangen bei 15 Millionen an mit Parkviews, Central Parkviews und gehen bis 66 Millionen hoch. 66 Millionen. Ja. Und Nebenkosten? Nebenkosten sind, die fangen ungefähr bei 16.000 pro Monat an und 16.000. Gehen dann hoch mit der Größe. Und Strom und Wasser ist da drin, oder? Nein, da ist kein Strom und Wasser drin, das kommt dann extra. Sebastian Steinau zeigt uns seine Wohnung im 42. Stock. 4 Zimmer, 420 Quadratmeter für 26 Millionen Dollar. Nebenkosten umgerechnet rund 200.000 Euro im Jahr. Türklinken, Armaturen, alles handgefertigt. Über Geschmack lässt sich streiten. Ein Wohn-Ess-Bereich größer als die allermeisten Apartments in der Stadt. Aber mit einem Blick, der einzigartig ist, selbst für New York. Trophäenimmobilien für Superreiche werden solche Objekte genannt. Wer solche Apartments kauft? Diskretes Schweigen dazu, nur so viel. Derzeit seien es vor allem Familien und Investoren, die der Inflation ein Schnippchen schlagen wollten. Die Investoren kommen wieder zurück in die Stadt, weil sie sehen, jetzt wiederum einmal hat New York eine Pandemie, eine wirtschaftliche Krise hinter sich gebracht, ohne große Auswirkungen auf die Immobilienmärkte zu haben. Das heißt, von einer internationalen Perspektive ist dieses einfach wirklich ein Safe Haven, hier in Betongold zu investieren für die Langfristigkeit. New York als sicherer Hafen, um in Krisenzeiten sein Geld anzulegen. Danach sieht es im Frühling 2020 nicht mehr aus. New York wird zum Epizentrum der Covid-Pandemie. Mehr als 1.000 Menschen sterben pro Tag Ende April. Die Leichen zwischengelagert in Kühllastern oder verscharrt in Massengräbern. New York im Schock.
Die Stadt, von der es heißt, sie würde niemals schlafen, wird zur Geisterstadt. Wer es sich leisten kann, flieht. Restaurants und Touristenattraktionen wie der Broadway geschlossen. Fast 120 Milliarden Dollar pro Jahr hatte allein der Tourismus vor der Pandemie in die Stadt gespült. Ein wirtschaftliches Desaster. Hunderttausende verlieren ihren Job. Dass sich New York von diesem Schlag erholen würde, hatten viele nicht für möglich gehalten. Doch sie alle haben sich getäuscht. Nur noch die Covid-Teststationen in den Straßen erinnern an das Grauen. Die Stadt zum Bersten voll. New York ist wieder die Kulisse für Träume, Zuversicht und Hoffnung. Für Menschen aus der ganzen Welt. Zufallsbegegnung am Straßenrand. That's my first time. Es ist mein erstes Mal hier in New York, mein erster Tag. Und ich fühle, dass diese Stadt so voller Energie ist von all diesen Menschen, die aus so unterschiedlichen Ländern kommen. Die Stadt ist so weltoffen. Es fühlt sich so an, als könnten alle hier meine Freunde werden. Alina Pesch nutzt die New Yorker Kulisse, um ein Musikvideo zu drehen. Wie sich herausstellt, ist sie ein Popstar aus der Ukraine. Was denn für sie das Besondere an New York ist, wollen wir von ihr wissen. In der Ukraine haben wir eine großartige Hauptstadt, die auch sehr crazy war, bevor alles losging. Aber das hier ist der große, große Bruder. Große Gebäude, coole Leute, coole Cafés, Galerien, alles einfach. Und der Vibe geht so, dreht sich die ganze Zeit. Ich will schon jetzt wieder zurückkommen. New York ruft mich. Komm wieder, ich zeig dir mehr. Come again, I will show you more. Millionen Touristen aus der ganzen Welt sind wieder in der Stadt. Wer mit dem Auto kommt, der darf es nicht allzu eilig haben oder muss masochistischen Genuss dabei empfinden, sich im Schneckentempo durch Häuserschluchten zu wälzen. Wir haben uns mit einem verabredet, der für sich entschieden hat, in New York City niemals in ein Auto zu steigen. Dafür sei Zeit viel zu kostbar in dieser Stadt. Er möchte anonym bleiben, denn sagen wir mal so, seine Interpretation der New Yorker Straßenverkehrsordnung wird nicht unbedingt von allen New Yorkern geteilt. Schon gar nicht von der Polizei. Ob er vor der denn Angst habe, wollen wir von ihm wissen. Auf jeden Fall. Ich habe schon jede Menge Tickets bekommen. Aber die Cops haben normalerweise Wichtigeres zu tun. Und außerdem versuche ich immer, höflich zu sein und passe auf, dass ich sie rechtzeitig sehe. Du musst hier in New York immer in der Offensive bleiben. Der Mann, dessen Namen wir nicht nennen sollen, nennen wir ihn einfach mal Igor, betreibt anonym einen erfolgreichen Kanal auf YouTube. Hunderttausende sehen die Videos der Touren, in denen er seine Stadt der Welt aus einer recht eigenwilligen Perspektive vorstellt. Ich glaube, die meisten meiner Follower träumen davon, mal nach New York zu kommen. Aber es gibt auch die, die gerade hier waren und die Stadt einfach lieben. Ich bin so eine Art Tourguide. Vor 30 Jahren ist Igor mit seinen Eltern aus Russland eingewandert, arbeitet als Buchhalter. Uns nimmt er mit auf eine Tour, die es in sich hat. Nichts für schwache Nerven. Times Square, New York City. Angstschweiß auf der Stirn. Du musst selbstbewusst sein und die Sache ernst nehmen. Denn wenn du unschlüssig bist oder zu lange brauchst, um eine Entscheidung zu treffen, kann sich die Lücke schließen. Du musst schnelle Entscheidungen treffen, ob du willst oder nicht. For better or for worse. Nach vorne schauen, nicht lang fackeln. Die Regeln dehnen und dabei Verantwortung fürs eigene Handeln übernehmen. Das seien Charakterzüge der New Yorker, die die Stadt am Leben halten würden. Ich habe nie an New York gezweifelt, habe nie geglaubt, dass es das Ende ist, auch nicht, als die Wirtschaft komplett am Boden lag. Es gibt hier nur einen Weg und der ist immer aufwärts.
Nach 9/11, ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie die Türme zusammengestürzt sind, oder Covid und all die wirtschaftlichen Probleme, die wir hatten. Bevor du dich versiehst, ist alles wieder back to normal, egal was war. Back to normal, egal was war. Vor 21 Jahren klaffte hier unten in Downtown Manhattan ein riesiges Loch, eine Wunde, von der viele glaubten, dass sie niemals heilen würde. Ramona Diaz ist Vorarbeiterin auf dem Bau, so wie es ihr Vater war, der aus der Dominikanischen Republik eingewandert ist. Sie wurde in New York geboren, 1973, in dem Jahr, in dem das World Trade Center eröffnet wurde. Ihr Vater hatte als Schweißer die Wolkenkratzer mit aufgebaut. Mein Vater hat mir erzählt, dass es beim Bau viele Unfälle und Tote gegeben hat. Es war grausam für ihn, als dieses Riesenhaus zusammengestürzt ist, in das er so viel Schweiß und Herz reingesteckt hat. Er war sehr traurig, als ich ihm eine der Stahlnieten mitgebracht habe. Als die Terroranschläge die Welt erschüttern, die mächtigen Türme zusammenstürzen, macht sich Ramona sofort mit ihrer Bauarbeitercrew auf. Sie gehören mit zu den Ersten, die sich in die Hölle aus glühendem Eisen, Rauch und Gestank begeben. In der Chaos alles Handeln bestimmt. Die Entscheidung war klar. Ich habe die Feuerwehrleute und die Polizisten gesehen. Sie waren alle so verletzlich und weinten, wussten nicht, was sie tun sollten. Und ich habe mir gedacht, wir müssen denen jetzt zeigen, dass wir immer noch funktionieren, als Stadt funktionieren. Und dafür brauchst du Beständigkeit. Mit einem aber hatte sie nicht gerechnet, wie verzweifelt die Lage war. Als ich die Crew reingebracht habe, haben sie gefragt, was sie jetzt tun sollten. Ich habe sie angesehen und gesagt, ich bin nicht euer Boss. Was meint ihr damit, was ihr tun sollt? Und sie sagten, du bist jetzt in charge. Da war mir klar, okay, ich denke, ich muss bleiben. Wir müssen hier aufräumen. Ramona fackelt nicht lange, nimmt das Heft in die Hand, räumt weg, was übrig geblieben ist von dem, was ihr Vater aufgebaut hat. Und sie erfährt in all dem Horror etwas, was sie als schwarze Frau so nicht gekannt hat. Ich bin wirklich kein Rassist, aber es war unheimlich. Da war die Polizei, die Feuerwehr, die Ärzte, alles Weiße. Und sie waren demütig und bescheiden wie du. Du wirst nicht an die Wand gestellt und durchsucht und auf eine besondere Art und Weise behandelt. Es war die Tragödie, in der wir zusammengekommen sind, die uns zusammengebracht hat. Dieser Tag habe ihr Kraft gegeben, an ihr Land zu glauben. Und daran will sie keinen Zweifel lassen. Ich war dabei, als die Feuerwehrleute, wir alle, die Fahne aufgestellt haben, um zu zeigen, wir sind immer noch da. Ihr habt uns nicht in die Knie gezwungen. Es ist verrückt, ich weiß, aber ich habe mir die Flagge auf den Rücken tätowieren lassen, wegen 9/11. Sie ist immer bei mir. Wir sind eins. Nach ihrer Schicht haben wir uns mit Ramona am Ground Zero auf ein Eis verabredet. Sie ist stolz auf ihre Stadt, die sich nicht unterkriegen lässt. Ist wunderschön, oder? Ja, wirklich schön. Ja, ich weiß. Wir arbeiten hart hier in New York City. Dort, wo einst die beiden Türme standen, heute zwei Bassins mit Wasserfall. Gedenkstätte für die Opfer des Terroranschlags vom 11. September 2001. Mehr als 3000 Menschen kommen bei den Anschlägen ums Leben. Viele denken damals, dass sich New York von diesem Schlag nicht erholen würde, dass Wolkenkratzer keine Zukunft hätten. Ramona aber hat das nie geglaubt. Schau, was aus allem geworden ist. Mehr als 20 Jahre ist das schon her. Und wir machen immer weiter. Wir bauen immer weiter und weiter. New York City, baby. That's how we are. New York City, baby. So sind wir eben. Bei unserer Spritztour mit Igor durch New York fällt uns etwas auf. East Village, Downtown Manhattan. Wie überall in der Stadt sogenannte Smoke Shops. Trucks und Läden, in denen große Mengen Marihuana über den Tresen gehen. Und das, obwohl der Verkauf von Marihuana in New York streng verboten ist. Peter de Vries führt einen der unzähligen Läden. Und wir sind etwas irritiert, als er uns ein paar selbstgedrehte Videos zum Kauf anbietet. Wenn du da auf unsere Monitore schaust, dann siehst du die digitale Kunst, die wir zum Verkauf anbieten.
Zwischen 25 und 100 Dollar kosten diese digitalen Kunstwerke, ausgehändigt via E-Mail. Und wenn man eines erwirbt, bekommt man ein Geschenk im Gegenwert dazu. Und das ist, was ich als Geschenk dazu bekomme, wenn ich eure digitale Kunst kaufe? Das sind deine Geschenke. Gummibärchen mit Cannabis-Infusion. Marihuana-Mehl. Riecht wunderbar, oder? Oh, it does. Ja, wirklich. Und das hier ist ein vorgerollter Joint für die, die zu faul sind, selbst zu drehen. Aber natürlich haben wir auch das Zigarettenpapier. Auch Cannabis-Eis und Haschkekse gibt es hier als Geschenk zum Kunstkauf dazu. So umgehen sie das Gesetz, das den Verkauf von Cannabis verbietet, nicht aber das Verschenken. Und gewinnen ist auch erlaubt. Big money, strange. Seltsam. Es ist seltsam. Es ist verrückt und völlig bescheuert. Aber das ist der Stand der Dinge hier in New York, bis auf Weiteres. In der fernen Zukunft, was hoffentlich nächstes Jahr ist, werden wir hier oben an der Wand hoffentlich stolz unsere offizielle Verkaufslizenz hängen haben. Und wir können den ganzen Scheiß hier vergessen, die Monitore abbauen und dir das verkaufen, wofür du eigentlich gekommen bist. Okay. In seinem kleinen Garten in Brooklyn pflegt Alex Norman seine Cannabispflanzen. Alex ist Kind kubanischer Einwanderer, ehemals Finanzberater bei einer großen New Yorker Bank. In seinen besten Zeiten hat er rund 50.000 Dollar pro Monat verdient, Cash, mit illegalem Cannabisanbau und einem Lieferservice. Das Image aber des schmuddligen Drogenhändlers weist er fast empört zurück. Cannabishandel sei ein Geschäft wie jedes andere. It was busy work. Das war harte Arbeit. Du hast immer Rufbereitschaft. In dem Moment, in dem der Anruf kommt, musst du los. Verstehst du, das ist New York. Du bist in harter Konkurrenz. Die Leute erwarten hier einen guten Service. Wenn du sagst, du bist in 45 Minuten da, dann musst du auch da sein. Die Kunden schätzen das. Wenn du dann auch noch ein gutes Produkt hast, dann ist das ein ganz einfaches Modell. Wenn du dranbleibst, dann ist das wie ein ganz normaler Job. Das ist der Grund, warum ich so erfolgreich war. Zu seinen Kunden gehörten Banker, Anwälte, Ärzte, Journalisten, Schauspieler. 70% der erwachsenen New Yorker, schätzt er, würden Hasch oder Marihuana rauchen. Sein Geschäft sei gut gelaufen, bis es dann plötzlich nicht mehr gut lief. Und er zeigt uns den Ort, an dem er seine eigene Marihuana-Plantage hatte. Ein Souterrain in einem Brooklyner Wohnblock. Ich bin die Treppe runtergekommen, um meine Pflanzen zu trimmen und zum Trocknen aufzuhängen. Und dann stand da ein Polizist und er rief, hey Sergeant, wir haben einen. Und ich dachte nur, oh Mann, das war's. Die haben mich. Das war 2006. Während seiner Bewährung macht er sich selbstständig, gründet zwei Radiostationen für Hip-Hop und Latin Music. Seine Verurteilung damals sei für ihn heute ein Glücksfall, sagt er. Denn New York plane, den Verkauf von Marihuana zu legalisieren. Und als eine Art Wiedergutmachung sollen die ersten 150 Lizenzen an Menschen gehen, die wegen Marihuana-Delikten verurteilt wurden. Und das waren in den vergangenen Jahrzehnten überwiegend Schwarze und Latinos. Zu Hause zeigt uns Alex die Unterlagen, die er für die Lizenz einreichen muss. Wichtigstes Dokument, sein Haftbefehl. Jeder will jetzt in diese Industrie. Alle wissen, es geht hier um 7 Milliarden Dollar allein in New York. Und wenn du da jetzt reinkommst, hast du die besseren Chancen, erfolgreich zu sein, als wenn du erst in 5 Jahren startest. Viele wollen in das Geschäft, denn es ist eine einmalige Chance. Jeder wird lügen und Dokumente fälschen und sagen, ich bin für die Lizenz qualifiziert. Also brauchst du einen Beweis. Und Haftbefehle lassen sich schlecht fälschen. Denn sie sind von den Behörden schnell zu überprüfen. Alex geht fest davon aus, dass er eine Lizenz bekommen wird. Er sei bestens qualifiziert, habe viel Erfahrung mit dem Geschäft. Einen High-End-Online-Handel will er jetzt aufziehen. Bodega soll er heißen. Merchandise-Produkte wie T-Shirts und Aschenbecher hat er schon. Auch die Verpackungen für die Joints sind schon geliefert. Kistenweise. Auf seiner Website informiert er mit Artikeln über Cannabis, unterschiedliche Wirkungsgrade und Einsatzmöglichkeiten. Alles bis ins Detail geplant. Ja klar, was passiert denn, wenn ich die Lizenz bekomme und noch nicht mal mit dem Marketing begonnen und Verkehr auf meiner Website generiert habe? Ich würde bei null anfangen.
Ich könnte alle Produkte der Welt haben. Wenn die Leute online nicht wissen, dass ich existiere, dann nützt mir die Lizenz gar nichts. Die Produkte würden hier nur rumliegen. Also habe ich schon vor 3 Jahren damit begonnen, diese Website aufzubauen. Mit einem Internetanalyseprogramm kann Alex genau feststellen, welche Inhalte die User zu welcher Tageszeit interessieren. Dementsprechend gestaltet er dann seine Seiten, um das Marketing zu verbessern. 30.000 regelmäßige Besucher auf der Seite hat er mittlerweile. Eines ist für ihn völlig klar. Wir sind die Unterhaltungsmetropole der Welt, die Weltfinanzmetropole, die Weltkulturhauptstadt. Das sind wir. Das ist New York. Wird New York auch die Weltcannabis-Hauptstadt? Ja, klar. Ich meine, das ist die Natur von New York City. Die Leute hier wollen nur das Beste und die New Yorker sind auch bereit, für die beste Qualität zu zahlen. Wir sind die Weltfinanzmetropole. Wir sind die reichste Stadt der Welt. Wir haben hohe Standards und das wird unsere Industrie pushen, die weltweit beste Cannabis-Qualität zu haben. Weltfinanz- und Kulturhauptstadt und bald auch die Welt-Cannabis-Metropole. An Selbstbewusstsein jedenfalls fehlt es in New York nicht. Aber das liegt auch daran, dass man sich in dieser Stadt permanent beweisen muss. Besser sein muss als andere, denn die Konkurrenz schläft nicht.